Die Studierenden an den Hochschulen für den öffentlichen Dienst in Fürstenfeldbruck und Sulzbach-Rosenberg haben sich vor einem Jahr an die DPOLG gewendet. Ihre Forderung, die Einsichtnahme in die Qualifikationsprüfung Teil 1 soll weiterhin möglich sein. Diesen Vorschlag haben wir aufgegriffen, weil er aus unserer Sicht auch Sinn macht. Und wir sind mit folgenden Vorschlägen und Forderungen ans Ministerium und an den Innenminister herangetreten. Zum einen muss die Einsichtnahme in die Qualifikationsprüfung Teil 1 weiterhin möglich sein. Zum zweiten muss sie zeitlich weiter nach vorne verlegt werden. Und zum dritten muss sie auch dezentral möglich sein an den Standorten der Hochschule selbst und nicht zentral am Sitz des Prüfungsamtes in Bamberg, weil dort alle hinfahren müssten. Einige Hindernisse gab es natürlich, beispielsweise Widerstände beim Prüfungsamt und im Ministerium. Aber der Innenminister persönlich hatte eigentlich ein offenes Ohr für uns in dieser Angelegenheit. Und so wurde es dann auf seine Entscheidung hin persönlich ermöglicht, dass eine probeweise Einsichtnahme möglich gemacht wurde. Und das für zwei Durchgänge. Und diese zwei Durchgänge wurden jetzt für die jeweiligen Semester durchgeführt und auch schon evaluiert. Das heißt, die Einsichtnahmen in Bamberg dieser beiden Semester wurden ausgewertet und kamen am Ende jetzt zu einem sehr erfolgreichen Abschluss für uns. Wieder einmal hat die DPOLG Bayern für ihre Mitglieder erfolgreich gearbeitet. Konkret die Einsichtnahme in die Qualifikationsprüfung Teil 1 für die Studierenden ist weiterhin möglich. Das war uns das wichtigste Anliegen. Zum Zweiten heißt das, dass die Einsichtnahme zeitlich nach vorne verlegt wurde, jetzt aktuell auf 2 Wochen vor der dann folgenden Qualifikationsprüfung Teil 2. Hier ist der einzige Kritikpunkt von unserer Seite. Wir wollten hier noch eine weitere zeitliche Vorverlegung erreichen und da bleiben wir auch dran. Und zum Dritten, was überraschenderweise auch mit umgesetzt wird, ist tatsächlich die dezentrale Einsichtnahme an den Standorten Fürstenfeldbruck und Sulzbach-Rosenberg und nicht zentral in Bamberg. Und das erleichtert den Studierenden einiges, erleichtert die Logistik für die Studienorte. Und hier muss sich das Prüfungsamt ein bisschen bewegen, aber das ist es am Ende auch wert.